Guten Morgen zusammen. Karfreitag, wir haben jetzt 9.20 Uhr. Ich sitze hier im Auto und es ist arschkalt und regnet. Da kommt mein Nachbar mit dem Hund. Der kennt den Bar schon draußen. Ich gehe jetzt Brötchen holen. Upsa. Mal gucken, ob ich irgendwo Brötchen kriege. Aber Karfreitag sollte ja normalerweise noch auf sein. So. Ja, was gibt's Neues? Lamia geht's gar nicht gut. Die ist krank. Die ist um 7 Uhr wach geworden. Oder ja, doch 7 Uhr bin ich mit der aufgestanden. Und zuerst ging's. Aber jetzt so nach und nach, wie gesagt, haben jetzt 9:30 Uhr, hat die abgebaut und war total müde. Und zum Schluss hat die nur noch auf der Couch gelesen. Und dann habe ich der so ein bisschen Zoes Zauberschrank angemacht. Hat die ein bisschen Fernsehen geguckt, was die normalerweise gar nicht macht, und hat dann ganz still auf der Couch gelegen, was die normalerweise auch nicht macht. Also von daher sieht nicht gut aus. Also das ist, was Krankheiten angeht, haben wir dieses Jahr, ich habe normalerweise nie was irgendwie und bin ja auch schon dieses Jahr einmal ab 2 Tage flach gelegen. Und Rosi hat immer mal ein bisschen, aber die kriegt das jetzt dieses Jahr auch nicht weg. Also die lag auch schon 4-mal jetzt, glaube ich. Und Lamia hatte bis jetzt auch Glück in ihren 2 Jahren und war jetzt vor 3 Wochen ja das erste Mal krank. Und jetzt hat sie wohl so einen Rückschlag auch. Die Kamera rutscht ein bisschen. Ja. Und Joanna wurde bisher auch ein bisschen verschont. Ich weiß gar nicht, Joanna, war die krank? Nee. Ich glaube, Joanna war nicht krank bis jetzt. Oder nur ein bisschen auch erkältet, verschnupft so. Aber jetzt nicht so Magen-Darm oder irgendwas, was so rumgeht. Ja. So viel dazu. Jetzt müssen wir gucken, wir kriegen heute Mittag Besuch. Rosis Mama und Bruder, die kommen ja zum Essen. Ist total alles durcheinander. Eigentlich wollten wir den Grill anmachen und Fisch grillen heute an Karfreitag. Aber es regnet total, Lamia ist krank. Jetzt müssen wir gleich überlegen, was wir machen. Gefällt mir gar nicht. Aber ändern kann man nichts, ne? Das ist, das ist. Jetzt gehe ich erstmal gucken, ob ich ein paar Brötchen kriege. Frühstücken. Die Jana, die hat auch lange geschlafen. Die kam um 8:30 Uhr, glaube ich, ins Wohnzimmer und bastelt jetzt. Die guckt immer ihre Do-It-Yourself-Sachen bei YouTube und versucht so Sachen nachzubasteln. Das ist ganz süß. Jetzt bastelt sie sich einen Kalender, glaube ich. Und ja, Lamia liegt im Bett. Die haben wir gerade noch mal hingelegt, Zäpfchen gegeben, hingelegt. Und Rosi hat auch lange geschlafen, bis 9 Uhr. Die hat sich jetzt gerade um Lamia ein bisschen gekümmert. Und jetzt trinkt sie ihren guten Morgen-Kaffee. Mal müssen wir gucken, was der Tag bringt. So, liebe Leute, ich eier jetzt hier seit... Ich muss niesen. Ich eier jetzt hier seit 25 Minuten, glaube ich, durch die Gegend. Und jetzt habe ich Brötchen. Gott sei Dank. Eine Bäckerei. Büsch hatte auf. Liebe Büsch-Leute, vielen Dank dafür. Ich weiß nicht... Ja gut, das ist wieder eine andere Geschichte, ne? Aber alle Bäckereien haben zu, nur Büsch hat auf. Ich glaube, die machen einen guten Umsatz heute. Also wenn ich eine kleine Bäckerei hätte, ich würde heute auch aufmachen. Den Umsatz würde ich mir nicht entgehen lassen. Aber womöglich haben die Bäcker ja alle genug Kohle. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt, glaube ich, 20 Kilometer gefahren oder so, um Brötchen zu holen. Hab jetzt vier Bäckereien angesteuert. Und die vierte Büsch, das ist so mit die am weitesten von uns weg ist hier. Aber die sitzen hier im Ort und die haben... Hier ist die... Wie soll man das nennen? Die Brötchenfabrik, also die Hauptzentrale, wo die Brötchen gemacht werden im Endeffekt. Die eigentliche Großbäckerei sitzt hier bei uns und die haben eine 24-Stunden-Bäckerei. Die haben offen 24 Stunden. Da musste ich früher für Rosi, als sie schwanger war, nachts mal hin, um was zu futtern zu holen. Das ist schon ganz gut, aber
Ja, die hatten auf. Und da habe ich jetzt meine leckeren Brötchen gekriegt. So viel dazu. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Rosis Live. Ich habe heute was mit euch vor. Und das sage ich euch gleich. Ich habe heute zwei Sachen, was ich mit euch machen wollte. Die erste Sache wollte ich mit euch eine Stiftebox machen. Ja, und ich habe ja auch schon alle Sachen, die man dafür braucht. Und nur eins habe ich vergessen, das hole ich. Ich habe jetzt alles geholt, was man dafür braucht. Und die Sachen zeige ich euch jetzt. Let's do it. Hallo ihr Lieben, ich bin's heute wieder von. Ich bin's heute wieder, eure Joana. Ich wollte euch sagen, dass das letzte Video war ja von meinem Zimmer aufräumen. Wie ihr seht, ist es immer noch aufgeräumt. Mein Bett habe ich gerade gemacht. Heute wollte ich mit euch mal für mich eine Ruhe-Ecke machen. Und ich würde sagen, let's do it! Zwei solche Kisten geholt. Einmal so ein mit Leder, glaube ich. Und so ein. Und die sind auch kuschelig warm. Und sehr schön eigentlich. Transparenz 1 lege ich dahin. So. So hier. Man soll sich den Mann machen. Hat 3, ne? Ja. Muss man da irgendwas vorbereiten? Nö. Ja. Dann bin ich unten. Ja. Bei meinem Playmobil. Bei meiner zweiten großen Liebe. Nach euch dreien. Ich habe das gesehen. Du bist erste große Liebe, 1a große Liebe, 1b große Liebe. Und dann als zweite große Liebe kommt Playmobil. Kommt der Keller. Keller, der Keller-Dummy. Keller auf. Der Keller-Dummy. Na, siehst du, alles gut? Ich melde mich jetzt auch endlich. Ich habe mich fertig gemacht. Wir haben jetzt 2 Uhr. Der Lamia geht es nicht wirklich gut. Die Kleine ist krank. Ich weiß nicht, ob der Dominik euch das schon erzählt hat. Die ist, ich denke, die Ärztin hat ja gesagt, ich kriege 3 Backenzähne auf einmal. Und das nimmt die diesmal richtig mit. Die ist total neben der Spur, also die ist nicht wieder zu erkennen. Jetzt schläft sie schon das zweite Mal heute. Wir haben ihr ein Zäpfchen gegeben und Obolis. Und jetzt schläft sie. Also sie ist sehr ruhig, sie weint nicht, aber die ist total so schlapp und
spielt nicht und erzählt nicht und liegt einfach nur so auf der Couch und ist total fertig mit der Welt. Die will auch nicht spielen, die hat ein bisschen gegessen, hat gut Wasser getrunken und jetzt schläft sie. Gleich kommt ja meine Mutter in einer Stunde. Wir wollten erst absagen, aber dann gedacht, komm, essen müssen wir sowieso. Weil ich habe ja jetzt auch eingekauft und der Fisch ist auch, wie heißt das, den habe ich gestern extra nochmal rausgeholt aus der Tiefkühltruhe, um den aufzutauen. Jetzt kann ich ihn auch nicht wieder einfrieren und den ganzen Fisch können wir ja gar nicht essen. Deswegen, ja, kommen die auf jeden Fall. Der Dominik wird dann draußen grillen und wird uns dann reinbringen. Und ja, wie gesagt, ich habe mich auch schon fertig gemacht. Ich ändere das mal eben. So, jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Heute habe ich eine matte Foundation drauf und auch matte Lippen. Ja, ist mal was anderes, ne? Muss ja nicht immer alles gleich sein, immer. Und ja, bis später. Hi. Na? Psst. Und dann? So. Video, kannst du durch die Gegend mitnehmen. Ja. So klein. Aha. Und dann kannst du den Fernseher anschließend sehen oder? Ja, ja. Kannst du auch, ja. Hey, so mal so, guck mal. Schön. Zurückgeblieben, gerade. Leer. Nee, haben nichts mehr. Habt ihr alles leer gemacht? Kannst du auch noch was einschütten, meine Mutter? Ich hab gefragt, ob noch jemand so richtig hat. Nee, ja, ich trinke dann ein Stückchen. Ich hab nicht gegessen, nein. Ich frag immer. Wenn keiner antwortet, kann ich nichts machen. Soll ich dann mal einfach holen? Nein, der Große. Nein. Ich bin so auf mein Kilo. Hallo, was ist das? Cool, ich hänge da. Dann kannst du auch. Dann kannst du sagen, hallo. Hallo. Hallo, kann man sagen. Ja, man kann ja Hallo sagen. Geht ohne Fisch eigentlich? Nee, ohne Fisch geht nicht Hallo. Achso, das ist auch an. Ich hasse meine Stimme, aber trotzdem, ich liebe euch. Will ich auch. Nein! Ja, ein bisschen falsch, ne? Ja, weil da dein Gesicht noch drauf ist, gespeichert. Ach so. Was passiert da, Mama? Da bist du einfach nur, ist ein Filter. Warte mal. Guck mal, die Augen! Boah. Was passiert denn da? Oh no, Filter. Captain Ahoy, mach mal die Augen, guck mal die Augen. Boah, der war riesengroß, ja. Das sind die großen Pupillen, ja. Okay, jetzt Oma und ich. Guck mal da hin, Mama. Mit Oma tauschen? Geil. Das geht nicht gut, oder? Ja. Geht's nicht gut, oder was? Nein. Okay. Willst du Kinderriegel, Dominik? Dominik, willst du Kinderriegel? Das sind extra die für die Erwachsenen. Da. Da. Cool. Banane, Banane, Banane. Oh.
eine Hase? Guck mal. Guck mal, Lamia. Ein Briefchen. Ui. Jetzt boah. Sieht schon wirklich mit dem Bananen, wa? Oh Mann, das ist ja auf Brasilien. Portugiesisch. Ja, aber das ist in Deutsch. Guck, machst du das genau. Ich liebe dich. Oma Rosa für immer bei Beiju. 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 Und 10 Euro. Wer den Ballon zum Platz holt, hat verloren. Ich will einfach. Ich will sehen. Schau noch hin. Ist das nicht so? Wollen wir nicht. Ich hatte keinen. Ich glaube, ja, das habe ich hier gerade. Eins! Eins! Papa, ich habe eins! Ja. Ja, Dominik ist nass. Ja, oh. Eins! Drei! Eins, zwei. Warum machst du alle? Marco, du bist. Man kann, Marco, ja. Hört mal zu, man kann an einer bleiben oder man kann verteilt drücken. Du musst würfeln. Eins, du musst einmal den Stecker reinmachen, bis es klickt. Aber hier unten festhalten. Das hat jeder einen Stick? Nee, kann nee, kannst du überall. Wenn du eine 3 hast, kannst du auch 3 verschiedene nehmen. Ach, ich brauch Adrenalin. Unten, du musst ja unten festhalten, das geht nicht. Ist gut, du hast schon süß aufgehört, wieso? Ah, zu wo du möchtest. Macht ihr alle dann eine? Nein, nein, ich ganz. Hallo? Du brauchst aber mehr als 3, oder? Ich will ja gewinnen. Ja, du verlierst doch dann, wenn er platzt. Ja, aber das Spiel geht doch heiß. Oder? Wenn er zum Platzen bringt, dann verloren. Jetzt Lamia. Lamia, jetzt Lamia. Würfel mal, Schatz. 2. Ja, komm, da, 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 da. 2. Super. 2. Jetzt muss die Oma. Ja, guck mal, die Oma nimmt sich auch das Einfache da. Ach, danke. Ja, wir haben mal gewinnen. So gewinnt man. Du bist aber schlauer jetzt. Wenn ich habe gesagt, dass ich bin keine Deutsche spreche, ich wacke ja. 32, 3 ist das meiste. Sag ich da? 3 ist das höchste, ja. 1. Boom! Die ist schon so voll eingespannt, so. Oh nee, 3. Rosentia, pass auf, Rosentia, Rosentia. Ja, hätte ich auch gemacht. Alles gut, Schnubbel? Warum machst du immer dieselben? Ah. Eins. Einmal. Vergesst nicht, wenn ich poliert, du verlierst. Dann bist du raus. Ach, hier steht sogar Boom, oh, Boom. Nein, auf der Seite hat der kapiert. Ich habe nicht einfach. Er drückt einen auf die gleiche Stelle. Jetzt Lamia. Dumm Lamia. Beth. Ich hab jetzt. Schön! Super! Lamia! Oh nein, ich verliere Würfel zu mir. Ist Joana. Joana. Das ist Anna. Was? Nein, oder? Das sieht jetzt eng aus für dich. Welcher hohen Fall hat der da? 3. 3. Hat die Lamia da keine Angst vor, wenn das Ding platzt? Das platzt nicht, ich ja mach zu. So. Dominik, das ist ja nicht so. Warum bist du die ganze Zeit? Oh, ja, ja. Warum bist du die ganze Zeit? Ich schieße auf den Deck gucken. 3! Jetzt bin ich dran? Ja. Der Würfel? Ach, Lamia hat den Würfel. Gibt's denn Mama? Ja. Mama? Ja. Mama ist dran. Hallo, Sati. Hallo. Dankeschön, Lamia. War der Ballon? Ich bin schon mal weg. Ey, angepackt gilt. Nein! Der ging nicht mehr rein, das war der. Achso, da kannst du Barrieren so nehmen. Ja, ja. Okay, lass das, lass das. Hier, Papa. Oh! Ich muss sagen, ich hab schon erschrocken. So. Hallo! Ich
Ich brauche Schokolade ins Gesicht. Viel Spaß jetzt. Oh, Dominik, mach jetzt. Ja. Zwei, drei. Also du das nicht. Siehst du? Jetzt. Ich guck schon mal die ganze Zeit. Nee, was? Hm? Ja, genau. Du hast deine Hand in der Hose, was ist in der Hosentasche? Hallo, Quentin. Hm? Nase. Nase. Guck mal. Hm? Ja. Besuch ist weg, schon jetzt länger. Und Lamia ist im Bett. Die ist gut eingeschlafen, die war dann total fix und fertig. Die war, wie lange war die wach? 1,5 Stunden? Mhm. Nee, länger. 2, glaube ich. Zwei Stunden. Ich möchte euch was zeigen. 2 Stunden war die wach. Hier ist die Theodora, ne? Die Dora. Die raschelt ja sehr viel. Sie hat einen Rucksack an. Und ein Köpfchen. Mhm, und ein Köpfchen. Und man kann auch die Arme bewegen. Da ist so eine Tabelle am Rucksack. Also, und gesagt, so eine Klammer. Dann kann man die hier aufmachen und da sind Bonbons drin. Cool. Very nice. Schön. Und ich esse die. Die sind so lecker. Wisst ihr Bescheid? Leckere Bonbons von Dora. Ja, wir, wie gesagt, Besuch ist weg. Lamia schläft. Die hat jetzt gerade noch über 39 Fieber. Aber kein 40 Grad Fieber. Wir haben ihr noch ein Zäpfchen gegeben. Jetzt werden wir gleich, aber wenn wir später schlafen gehen, noch mal gucken, wie es aussieht bei ihr. Und wir hoffen sehr, dass es morgen besser ist und das Fieber nicht weiter steigt, sondern eher sinkt. Sonst müssen wir gucken, ob wir vielleicht noch ins Krankenhaus fahren mit ihr. Bei oh mein Gott. 40 Grad Fieber ist nicht so schön bei so kleinen Kindern. Ja, einer von uns beiden fährt und dann kannst du zu Hause bleiben. Aber wissen wir ja noch nicht. Musst du dir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Die Kleine ist ja jetzt am Schlafen und Schlaf ist gesund. Und die hat auch gegessen gut. Die hat 2 Würstchen gegessen, 2 so kleine. Und ein Brötchen hat sie gegessen. Und ganz viel getrunken, das ist natürlich auch extrem wichtig. Und ja, wir hatten viel Spaß, war ein sehr schöner Nachmittag. Obwohl Lamia krank war, war die super lieb. Die war total ruhig und hat nur da gesessen und geguckt und zwischendurch ein bisschen gelacht und Späßkes gemacht. Zwar nicht so wie sonst, aber tapfere kleine Maus. 3 Backenzähne sind ganz schön anstrengend für die. Ja, ich wollte jetzt auf jeden Fall Tschüss sagen. Wir gucken nämlich jetzt The Voice Kids. Das Finale? Ja. Ja, das Finale. Dominik wird wahrscheinlich gleich schlafen. Und ich werde nämlich jetzt das Video schneiden. Denn morgen, ja, wir müssen ja gucken, wie die Nacht wird mit der Kleinen. Und morgen kriegen wir ja wieder Besuch. Meine Freundin hat schon gesagt, ob wir es absagen sollen wegen der Lamia. Aber ich habe gesagt, die kann erstmal nicht absagen. Wir gucken mal morgen, wie die Nacht wird und entscheiden das dann morgen, ob wir dann absagen oder nicht. Aber essen, wie gesagt, müssen wir ja trotzdem. Und es hat heute ja auch ganz gut geklappt. Ja, ich sage dann Tschüss und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Adieu mit Ö.